Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Too Sweet von Hozier spielen könnt. Das Video präsentiere ich in Zusammenarbeit mit meinem Partner Elixir Strings. Links zu den Seiten von Elixir und zur Seite von Elixir findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Genauso wie das Songstruktur-PDF. Ladet euch das am besten gleich mal runter, denn da werdet ihr sehen, welche Formteile wir in dem Song haben. Und es gibt bei dem Song jetzt eine Besonderheit, denn wir werden uns natürlich vor allem mit diesem sehr charakteristischen Riff beschäftigen, das ihr schon im Vorspiel gehört habt. Und es ist tatsächlich so, dass es von diesem Riff zwei verschiedene Versionen gibt und die größte Schwierigkeit, die ich beim Raushören hatte, ist rauszufinden, welche Version von diesem Riff vorkommt, und das habe ich euch im Songstruktur-PDF ganz ordentlich aufgeschlüsselt. Wir werden uns jetzt im Folgenden mal diese beiden Riff-Versionen angucken und dann checken wir nochmal zusammen, wo welches Riff genau kommt. Die beiden Versionen, ich habe sie mal Verse 1 und Verse 2 genannt, das seht ihr auch im Songstruktur-PDF so, die sind jeweils 8 Takte lang, wobei sich davon die ersten 6 Takte wiederholen und dann die letzten beiden Takte unterscheiden. Gucken wir uns mal genau an, wie wir das spielen können. Im Original habe ich so gesehen, dass die Gitarre von Hozier ja einen ganzen Ton tiefer gestimmt ist. Ich habe das jetzt mal, da wir sowieso eigentlich fast nur auf der tiefen Seite spielen, mal nur die tiefe E-Seite runtergestimmt. Das heißt, wir sind in einem Drop-D-Tuning, also die tiefe E-Seite ist ein Ganzton tiefer auf einem klingenden D. Und wir spielen jetzt mal das Riff auf Achtelbasis. Dazu kommt, dass wir die Handkante die ganze Zeit hier hinten auf den Steg legen, damit wir den Basston schön fett und saftig haben. Das heißt, wir haben einen etwas dickeren Basston, der aber nicht so lange klingen kann. Und dadurch haben wir eben, kann sich der Bass einfach ein bisschen besser durchsetzen. Also Handkante auf den Steg. Und wir starten jetzt mal im ersten Takt. Ihr seht, dass ich euch hier Akkorde drüber geschrieben habe. Und die Akkorde spielen wir jetzt nicht. Das wären halt die Akkorde, die an der Stelle klingen. Das ist nur für diejenigen von euch, die gerne mit Akkorden den Song begleiten möchten. Wir fangen mal an mit der tiefen E-Seite. Ich nenne es natürlich weiterhin tiefe E-Seite. Im dritten Bund. Und dann gehen wir auf den fünften Bund. Und ihr seht jetzt hier direkt, dass wir nicht auf die 1, sondern auf die 1 und starten. Also die 1 lassen wir erstmal aus. 1 und 2. Also wir haben 1 und 2. Der nächste Schlag kommt dann auf die 3 und der nächste auf die 4 und. Ihr seht jetzt, dass ich das alles als Downstroke spiele, denn ich spiele hier alle Achtel 1 und 2 und 3 und 4 und als Downstroke. Also im Prinzip mache ich eine 16. Bewegung, spiele aber die Upstrokes alle nicht mit. 1 und 2 und 3 und 4 und. Mal nur den ersten Takt für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Im nächsten Takt seht ihr dann hier, dass wir auf die 1, auf die 2 und dann haben wir 4 Schläge auf die nächsten 4 Achtel, aber im siebten Bund. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Nochmal die beiden Takte mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das Gute ist, wenn wir diesen Rhythmus jetzt einmal drin haben, dann können wir auch schon die nächsten Takte, die nächsten beiden Takte zumindest rhythmisch schon mal spielen. Da kommen jetzt noch neue Töne. Wir machen nochmal die ersten beiden Takte, mal ein, zwei Mal in Schleife, damit ihr das ein bisschen üben könnt. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und von vorne und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Gehen wir mal einen Takt weiter in den dritten Takt. Hier starten wir jetzt im achten Bund. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und. Und hier ganz am Schluss im vierten Takt gehen wir jetzt erst auf den 10. für 2 Schläge und dann auf den 12. für 2 Schläge. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Nochmal alle 4 Takte für euch im Kontext.
Eins und zwei und drei und vier und 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 eins. Das waren die ersten vier Takte. Diese vier Takte wiederholen sich jetzt die ganze Zeit über den kompletten Song. Das heißt, die bleiben komplett unverändert, sowohl was die Töne als auch was den Rhythmus angeht. Übt ihr am besten erstmal ein paar Mal in Schleife und im Idealfall zählt ihr das, so wie ich es gerade gemacht habe, auch laut mit. Denn der Groove, also der Rhythmus von diesem Riff, ist wirklich das, was den Song extrem trägt. Und das ist ja auch das, was den Song überhaupt interessant macht. Und das muss wirklich, wirklich komplett drin sein. Sonst ist es auch schwierig, dazu später zu singen. Jetzt gehen wir runter in den ersten Bund. Und hier haben wir jetzt einen Rhythmus, der ähnlich ist wie der, den wir vorher hatten, mit einer kleinen Abweichung ganz am Schluss im zweiten Takt. Also wir haben 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 bis hierhin wie gehabt. Und dann haben wir aber nicht vier Schläge, sondern nur die mittleren beiden Schläge auf 3 und 4. 3 und 4. Das lohnt sich extra zu üben, denn hier neigt man dazu, die 3 und die 3 und zu spielen. Es ist aber die 3 und die 4. Das heißt, wir haben 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Also ihr seht, das ist so ein bisschen später, als man vom Gefühl her das vielleicht spielen würde. Also zählt es mal laut mit. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Im nächsten Takt gehen wir jetzt hier auf den dritten Bund. 1 und 2 und 3 und 4 und auf die leere Seite. 1 und 2 und hier haben wir jetzt die 3 und die 3 und. Also das, was ich eben erklärt habe mit 3 und 4, diesmal so, wie wir es auch quasi fühlen. 1 und 2 und 3 und 4 und. So, die Schwierigkeit an der Stelle ist eben, dass der Groove hier ähnlich ist, aber so ein ganz kleines bisschen anders. Also im zweiten Takt haben wir am Schluss auf die 3 und die 4 und im vierten Takt haben wir am Schluss auf die 3 und die 3 und. Und das muss man wirklich, wirklich viel üben, damit man da nicht ständig durcheinander kommt. Das heißt, ich wiederhole es nochmal, am besten laut mitzählen. Wir machen jetzt nochmal die vier Takte zweimal im Kontext, damit ihr es ein bisschen üben könnt. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 von vorne 1 und 2 und 3 und 4 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So langsam ist es natürlich ein bisschen abstrakt und klingt noch nicht so richtig wie das Original, aber übt es erstmal langsam, bis ihr es so weit drin habt, dass ihr es zählen und spielen könnt und dann könnt ihr nach und nach das Tempo anziehen. Ich spiele euch jetzt nochmal die 8 Takte zusammen im Kontext vor. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2. Und dann geht es quasi in die Wiederholung. Das ist der erste Durchlauf, also das ist quasi die erste Verse. Bei der zweiten Verse haben wir jetzt die ersten 6 Takte, wie gesagt, einfach genau wie im ersten Durchlauf schon. Nur die letzten beiden Takte unterscheiden sich. Das heißt, der erste Teil, 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4 und. Bis dahin ist es identisch. Und dann haben wir sowohl andere Töne als auch ein bisschen einen anderen Groove. Und zwar gehen wir jetzt hier hoch in den achten Bund und spielen jetzt hier 1 und 2 und 3 und 4 und. Also der Groove, den wir quasi im ersten Takt schon mal hatten. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt gehen wir in den siebten und spielen den Groove aber genau nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und.
Nochmal die vier Takte für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3. Wir haben also zusammengefasst im ersten Riff, also in der Verse 1, hier unten erster Bund, dritter Bund, leere Seite. Und in Verse 2 haben wir erster Bund, achter Bund, siebter Bund. Und das sind die beiden Versionen, also die beiden achttaktigen Versionen, in denen dieses Riff gespielt wird. Gucken wir uns jetzt mal das Songstruktur-PDF an, wann diese beiden Versionen vorkommen und in welcher Reihenfolge vor allem. Denn da hat Hosier einen kleinen Kniff gemacht. Er spielt ihn nämlich, aber er spielt ihn nicht immer in der gleichen Reihenfolge. Gehen wir mal vorne im Songstruktur-PDF los. Wir haben am Anfang das Intro. Das ist Verse 1. Also Riff 1, wo wir hier erster Bund, dritter Bund, leere Seite haben. Dann geht's los mit Verse 1, das ist, wie ihr vielleicht schon erraten konntet, Verse 1, auch wieder erster Bund, dritter Bund, leere Seite am Schluss. Und dann in Verse 2 haben wir am Ende erster Bund, achter Bund, siebter Bund. Der nächste Formteil ist jetzt der Pre-Chorus. Beim Pre-Chorus spielen wir einfach auch wieder Verse 1 und dann gehen wir über in den Chorus 1 und in den Chorus 2. Die beiden habe ich euch noch nicht erklärt, denn das ist das einzige Mal in dem Song, dass er da tatsächlich einen anderen Groove spielt, also ein anderes Riff. Die sparen wir uns nochmal für das Ende des Videos. Nach den beiden Chorussen, den beiden Chorusformteilen, kommen wir in so ein kleines Interlude rein und das ist jetzt Verse 2, also erster Bund, achter Bund, siebter Bund. Dann haben wir wieder Verse 1, Verse 2, die sind wie gehabt auch von vorher. Dann haben wir wieder einen Pre-Chorus, das ist wieder Verse 1. Und jetzt geht es hier in den nächsten Chorus. Ich habe die mal Chorus 3 und Chorus 4 genannt. Und von den Formteilen her drehen wir hier jetzt die Reihenfolge ab der Stelle um. Hier kommt jetzt erst Verse 2 und dann kommt Verse 1. Also hier nimmt er einfach nicht das Riff, das er im ersten Chorus gespielt hat, sondern spielt einfach die ganze Zeit die Riffs durch, die wir vorher schon hatten, aber in umgekehrter Reihenfolge. Also wir haben erst erster Bund, achter Bund, siebter Bund und dann erster Bund, dritter Bund, leere Seite. Danach kommen jetzt zwei Formteile, die ich mal Solo genannt habe, weil das quasi so, also es ist so ein Instrumental, vielleicht nenne ich es auch noch um ein Instrumental. Und hier haben wir jetzt auch wieder die beiden Verse-Formteile, aber auch wieder erst Verse 2, dann Verse 1. Das kommt jeweils einmal, also jeweils acht Takte. Und dann haben wir noch ein Outro, das im Prinzip auch wieder ein Chorus ist, aber mit Version 2, also Verse 2 hier ganz am Schluss. Ihr seht das auch alles im Songstruktur-PDF nochmal eingezeichnet. Ich wollte das nochmal mit euch durchgehen, damit wir das einmal zusammen durchgesprochen haben. Und ihr seht, okay, wir haben hier wirklich nur diese beiden Versionen, diese beiden Formteile, aber halt in unterschiedlicher Reihenfolge. Gucken wir uns zum Schluss nochmal Chorus 1 und Chorus 2 an, denn hier gibt es nochmal ein bisschen abweichenden Groove. Der Groove, den wir jetzt hier im Chorus 1 und im Chorus 2 haben, ist im Prinzip auch wieder Zweitaktik, aber ein bisschen einfacher. Wir haben die Betonung, oder beziehungsweise wir spielen den Ton hier im fünften Bund auf der tiefen E-Seite. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann nochmal im zweiten Takt nochmal das gleiche. 1 und 2 und 3 und. Und auf die 4 haben wir jetzt immer so einen Übergangston. In dem Fall erstmal der siebte Bund. Also hier haben wir jetzt nochmal die beiden Takte im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann gehen wir hoch auf den achten Bund. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und. Dann haben wir hier wieder 10. und 12. Bund, das kennen wir schon aus dem ursprünglichen Riff. Also wie ihr seht, die Tonfolge ist hier erstmal identisch mit dem, was wir schon im ersten Riff gelernt haben. Nur der Groove ist hier ein anderer. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wir sind jetzt hier im 12. Bund. Wir gehen jetzt aber nicht runter in den ersten Bund, sondern hier auf der A-Seite in den 6. Bund. Das ist jetzt einfach nur die Oktave zu dem Ton hier. Also hier wäre eigentlich ein S, das spielen wir jetzt halt hier im 6. Bund. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und. Dann gehen wir hoch in den 8. Bund. Dann hier 8. Bund auf der tiefen E-Seite. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann hier nochmal auf den 5. Bund. Und hier kommt jetzt gleich ein komischer Ton. Den habe ich aber, ich habe mehrfach durchgehört und ich habe den da immer wieder gehört. Wir haben hier 5. Bund. 1 und 2 und 3 und.
Dann gehen wir hier auf eine Dur-Terz. Das ist, wir können das entweder hier auf der A-Seite im 9. Bund machen oder hier, also der entsprechende Ton ist ein Fis. Auf der D-Seite im 4. Bund. Und gehen dann wieder zurück auf den 5. Bund. Nochmal die 4, beziehungsweise diese 8 Takte für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4 und... Also das ist der Teil, wenn ihr das erste Mal in den I'm gonna take my whiskey neat, also in den Chorus geht. Und ihr habt jetzt vielleicht auch gemerkt am Spielerischen, dass ich den 3. Ton, also den Ton auf die 3, nie ganz hab ausklingen lassen. Ich habe den ab der 4 immer einmal abgedämpft. Also ich mache nicht 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und, sondern ich lasse den nur bis zur 4 klingen und dann nehme ich einfach den Druck links von der Seite und dämpfe hier mit der rechten Hand auch nochmal den Ton ab, indem ich die Hand einfach auf die Saiten drauflege. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Also ich dämpfe immer zwischen den Tönen so ein bisschen ab, damit eben einfach die noch ein bisschen besser voneinander getrennt sind und einfach ein bisschen mehr Wirkung entfalten und sich nicht einfach nur so ineinander, in so einen, ineinander überschmieren, sage ich mal. Das war Chorus 1. Chorus 2 unterscheidet sich tatsächlich nur durch einen einzigen Takt. Und zwar die ersten 4 Takte wiederholen sich ganz normal. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Dann gehen wir hier in den 6. Bund. 1 und 2 und 3 und 4 und anstatt hier in den 8. Bund auf die tiefe E-Seite zu gehen, bleiben wir jetzt im 8. Bund auf der A-Seite. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Machen wir den Formteil für euch im Kontext. Und 3 und 4 und 1 und 2 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 und 3 und 4 und 1. Diese beiden Formteile, Chorus 1 und Chorus 2, kommen wirklich nur ein einziges Mal im Song. Und zwar genau an der Stelle, die ihr im Songstruktur PDF seht. Ansonsten haben wir nur die anderen beiden Riffs, Riff 1 und Riff 2 oder Verse 1 und Verse 2. Und ich habe noch eine spielerische Sache, die ich euch gerne zeigen würde. Und zwar, wir spielen ja wirklich nur einen Basslauf. Und in dem Song geht natürlich noch ein bisschen mehr ab. Wir haben Schlagzeug, wir haben irgendwie noch, die Gitarre ist verzerrt, wir haben ein paar Layers, wir haben verschiedene Gitarren, die das spielen. Und natürlich ist es im Zweifel ein bisschen langweilig. Wir haben das schon ein bisschen aufgepeppt mit dem Palmmute, aber was ich auch gerne noch mache, ist, dass ich so kleine Scratch-Schläge mit reinbringe. Und zwar habt ihr das im Vorspiel vielleicht mal gehört, dass ich, wenn ich jetzt im allerersten Takt bin, 1 und 2 und 3 und 4 und... dann spiele ich nicht nur die Töne, sondern die Töne dazwischen, da scratche ich die Saite mit dem Plektrum trotzdem weiter an. Das heißt, ich mache 1 und 2 und 3 und 4 und... nochmal langsam. 1 und 2 und 3 und 4 und... Das erreiche ich so, indem ich links den Druck von der Saite nehme, die Saite aber weiterhin mit dem Finger berühre, damit sie eben abgedämpft ist. Und dann hier eben nur dieses Scratch-Geräusch erzeuge, indem ich mit dem Plektrum die Saite anschlage. 1 und 2 und 3 und 4 und... Und dadurch, dass ich eben diese Scratch-Schläge mit reinbringe, habe ich noch so ein bisschen ein perkussives Element mit drin. Man könnte das so ein bisschen als Hi-Hat verstehen, weil das eben frequenzmäßig auch irgendwo da oben stattfindet und so ein bisschen Hi-Hat-Rauschen, sage ich mal, ist. Man darf das nicht zu krass machen, weil das sonst auch einfach nervig wird, wenn zu viele Scratches die ganze Zeit drin sind. Aber ich spiele euch einmal das Riff vor, die ersten 4 Takte ohne diese Scratch-Schläge und dann spiele ich es nochmal direkt, die ersten 4 Takte mit den Scratch-Schlägen. Und ihr könnt dann mal selbst entscheiden, ob das eine Technik ist, die ihr noch mit einbauen wollt oder nicht. Thank you.
hört vielleicht, da kommt so ein bisschen mehr Groove mit rein. Es hat so eine andere Dringlichkeit plötzlich und es hat einfach ein bisschen mehr Schub. Einfach nur dadurch, dass ich eben die Zeiten zwischen den eigentlichen klingenden Tönen mit Scratches auffülle. Das ist ein bisschen mehr Arbeit in der rechten Hand, weil ihr halt relativ viel Handbewegung machen müsst und eben alle Seiten oder alle Zählzeiten wirklich anschlagen. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, um dem Song noch so ein bisschen mehr Energie zu geben. Das war mein Tutorial zu Too Sweet von Hozier. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Song. Wenn ihr Bock habt, auch nochmal Videos zum Thema Gitarre, besucht meinen Kanal, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, schreibt mir auch immer fleißig Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen oder Fragen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.